Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem abschließenden Test des Huawei P9 mit Leica Dual Kamera. Ich habe mich jetzt in den letzten Wochen intensiv mit diesem Smartphone beschäftigt und natürlich jetzt auch ein paar Gedanken dazu, beziehungsweise Sachen, die mir positiv aufgefallen sind, negativ aufgefallen sind, die ich euch jetzt in diesem Video einmal erläutern möchte. Zunächst einmal das Design. Also ich muss wirklich sagen, das ist das bisher hochwertigste und am schönsten designteste Smartphone von Huawei, welches ich in der Hand hatte. Also ich habe das Mate 8 zwar nur mal im Laden angehabt, aber dieses Smartphone ist nochmal optimierter. Es ist an den wichtigsten Stellen abgerundet, also ist nicht mehr so kantig wie das P8. Es ist schön abgerundet, liegt perfekt in der Hand. Es ist, obwohl es 5,2 Zoll groß ist, ist es etwas schlanker geworden im Vergleich zum Vorgänger und es ist mit 144 Gramm genauso leicht, obwohl der Akku gewachsen ist. Und das ist nochmal schon mal ein positives Zeichen. Also man hat es ein bisschen schmaler gemacht. Dadurch liegt es noch besser in der Hand. Dadurch hat man auch nicht mehr diesen unansehnlichen, hässlichen schwarzen Rahmen um das Display mehr. Das wurde jetzt minimiert und fällt besonders bei dieser dunklen Version nicht mehr direkt ins Auge. Und das ist halt wirklich positiv, dass das Smartphone kompakter geworden ist. Es liegt wunderbar in der Hand. Der einzige Nachteil bei diesem Design ist, es ist halt ein bisschen rutschig. Also wenn man jetzt so ein bisschen schwitzige Hände hat, wie ich ab und zu mal, wenn es halt wärmer zu Hause ist, wenn man die Heizung mal wieder angemacht hat und es wärmer ist, dann ja, ist es durchaus rutschig. Was im Sommer vielleicht zum Problem werden könnte, wenn es wirklich warm wird und man rutschige Hände hat, dass das Smartphone eventuell ja vielleicht aus der Hand fällt. Man muss halt drauf aufpassen, wenn man so, weil das ist wirklich perfekt abgerundet. Es fühlt sich extrem hochwertig an, schön fest, nicht zu dick, obwohl es ein bisschen dicker geworden ist mit 6,95 mm, aber es liegt wirklich wunderbar in der Hand und kann qualitativ mit allen Smartphones auf dem Markt mithalten, die in dieser Premium Range sich bewegen. Perfekt verarbeitet, keine Spaltmaße, keine Abhebung, der SIM-Slot und der MicroSD-Slot sitzt perfekt, nicht wie ich das beim LG G5 gesehen habe, wo der halt zu tief sitzt und dann so eine scharfe Kante entsteht. Das ist hier nicht. Wir haben 2,5D-Glas, was sich perfekt abrundet hier. Alles sauber eingearbeitet. Die Benachrichtigungs-LED ist nicht optimal für mich in der Hörmuschel untergebracht, aber auch optisch natürlich sehr zurückhaltend. Bei dieser dunklen Version fällt die Dual-Kamera auch nicht sofort ins Auge. Also wer, ja, sagen wir mal so, mit der Dual-Kamera auf der Rückseite auffallen möchte, der nimmt die weiße Version. Da sieht man das mit den zwei Linsen ein bisschen intensiver. Hier ist es nicht so. Dann natürlich hier etwas die Kameraeinheit abgesetzt. Der Fingerabdruckscanner perfekt eingearbeitet, also steht nicht zu viel raus, ist schön glatt eingearbeitet. Die Antennenstreifen fügen sich hier sauber ein und an der Unterseite natürlich der USB-Typ-C-Anschluss, genauso wie der Lautsprecher. In dem Fall leider nur an einer Stelle beim Huawei P9 Plus ist ja Stereo-Sound durch einen Lautsprecher, der hier halt an der Hörmuschel untergebracht werden, die zusammen halt so einen Sound machen. Das gibt es hier nicht, aber auch hier perfekt eingearbeitet. Und der Kopfhöreranschluss funktioniert auch mit meinen geliebten Noise-Canceling-Kopfhörern von Huawei. Also das läuft perfekt. Was mir wirklich sehr gut gefällt, ist der Power-Button, obwohl ich ihn fast nie nutze. Das Gute ist, man kann ihn sehr schön ertasten durch diese leichte Struktur. Und darüber ist natürlich der Lautstärkeregler. Die Position des Power-Buttons ist perfekt. Man sieht es hier, wenn ich das Smartphone natürlich in die Hand lege, ist mein Zeigefinger direkt am Power-Knopf. Also ich habe das oft bei einigen Smartphones so, dass ich dann halt wie beim Nexus 5X, dass der Power-Button halt nicht an der richtigen Stelle ist. Hier ist er an der richtigen Stelle. Und darüber sind halt die Lautstärketasten, ja, die auch relativ gut zu bedienen sind, aber die Taste ist halt ein bisschen länger und nutze ich aber jetzt auch nicht so häufig. Die Position des Fingerabdruckscanners ist nicht optimal, meiner Meinung nach. Also im Vergleich zum Mate S, welches ich sonst nutze, liegt der Fingerabdruckscanner etwa ja, so 3, 4, 5 mm zu hoch. Oder beziehungsweise sagen wir mal höher, obwohl das Smartphone kleiner ist. Das sorgt immer dafür, dass ich ab und zu nur mit der Fingerkuppe drauf komme, aber das Smartphone entsperrt sich trotzdem perfekt. Also das ist schon mal wirklich, wenn man den angelernt hat, den Fingerabdruckscanner, dann funktioniert das alles absolut perfekt. Weiterhin gefällt mir das Display sehr gut, also 5,2 Zoll Full HD. Full HD ausreichend meiner Meinung nach. Es handelt sich um IPS-Display. Für mich auch nicht perfekt gewählt. Also das Huawei P9 Plus kommt mit einem AMOLED-Display, das Mate S kommt mit einem AMOLED-Display, aber das P9 kommt nur mit dem IPS-Display.
Farben, Farbkorrektheit, Weißwert, alles perfekt. Also muss man nicht dran mäkeln. Also die Kritik ist etwas ja komisch, aber ich bin halt an die Farbgebung des Mate S etwas mittlerweile gewöhnt, weil man hier auch in den Einstellungen sehr schön die Farbtemperatur einstellen kann des Displays. Man kann sich das Display, auch wenn es ein AMOLED-Display ist, kann man sich die Darstellung wirklich sehr schön einstellen, indem man einfach die Farbtemperatur einstellt. Ich habe jetzt hier Standard gewählt. Normalerweise nehme ich immer kühlt. Das ist hier aber zu bläulich. Standard ist hier tatsächlich sehr gut gelungen. Beim AMOLED-Display beim Mate S muss ich kühl nehmen, damit es halt weißer wirkt. Hier ist der Weißwert beim IPS-Display natürlich perfekt. Durch die Full-HD-Auflösung hat man natürlich den Vorteil, dass die Performance perfekt ist. Also egal ob im Browser, beim Wechseln von Apps, beim Öffnen der Galerie oder keine Ahnung, beim Öffnen von YouTube. Wenn Apps schon geöffnet ist, laden die super schnell. Wir haben hier eine perfekte Performance, die nicht mal das Nexus 5X erreicht. Da war ich ganz erstaunt, dass die Performance beim Nexus 5X so schlecht ist mit purem Android, aber das erwähne ich dann nochmal im Review. Hier ist es so, dass die Performance wirklich perfekt ist. Ob wenn ich die Benachrichtigung hochhole, Benachrichtigung bekomme, natürlich mit dem Fingerabdruckscanner hinten die Benachrichtigungsleiste hoch und runter ziehen kann, was für mich auch eines der besten Features ist, die Huawei eingebaut hat, nutze ich. So oft wie ich die Benachrichtigungsleiste hoch und runter ziehe, ist dieses über die Lösung über den Fingerabdruckscanner einfach perfekt. Also das liebe ich an diesen Huawei Smartphones. Schade, dass das nicht andere Hersteller auch übernehmen. Das ist wirklich praktisch. Was nicht so toll ist jetzt, so optisch ansprechend, ist natürlich die Emotion UI 4.1 ist das hier auf Basis von Android 6.0. Also ein bisschen veraltet. Sicherheitsstandard von Android ist nur März. Also wir sind mittlerweile im Mai. Also 2 Monate hängt man zurück. Es sind mittlerweile ein paar Updates gekommen. Die haben jetzt aber nicht die Version erhöht oder sonstiges, sondern wir haben hier tatsächlich weiter noch Android 6.0, Emotion UI 4.1. Ob es jetzt noch ein 6.0.1 Update geben wird, weiß ich nicht genau. Android N Update muss man abwarten. Erstmal muss Google die Version rausholen. Aber man kann halt die Optik anpassen. Man kann natürlich auch einen App Drawer installieren, indem man sich einen alternativen Launcher installiert. Würde ich das Smartphone behalten und weiter nutzen dürfen, würde ich mir wahrscheinlich den Nova Launcher mit diesem Android N Style da installieren. Weil mich das ein bisschen nervt, dass um die Symbole, um das anzugleichen an die Huawei-Symbole, also zum Beispiel Nachrichten sind ja so quadratisch, Galerie ist auch quadratisch, aber wenn man dann zum Beispiel Chrome hat, das wäre ja eigentlich rund, aber das wird halt hier mit diesem hässlichen weißen Ding unterlegt, genauso wie der Play Store. Das passt alles irgendwie nicht. Zum Beispiel Pocket. Bei Twitter ist es wieder so, dass das vorinstalliert war und das Symbol passt. Facebook war auch vorinstalliert. Also alle Symbole, die so diesen ja, Knopf ausfüllen, die werden halt nicht unterlegt, aber es gibt halt so Apps, wo das dann absolut hässlich aussieht. Zum Beispiel auch bei Benchmarks ist es auch nicht, bei den Spielen ist es auch nicht. Aber klar, hier, also Google Apps zum Beispiel, Play Music oder Gmail oder sonstige Sachen, die werden so hässlich hinterlegt. Das gefällt mir halt nicht. Das kann man halt mit dem anderen Launcher berichtigen. Und dann kann man natürlich auch den App Drawer bekommen, weil sonst sind halt alle Apps auf dem Homescreen und man muss die halt in Ordner packen oder so. Das Design lässt sich optional aber auch mit dieser Designs App anpassen und da kann man sich halt ein Design aussuchen, was man halt haben möchte. Pures Android habe ich noch nicht gefunden. Wer vielleicht ein pures Android-Theme direkt von Huawei in dieser Designs App gefunden hat, kann mir gerne einen Tipp geben. Habe ich leider noch nicht. Performance, wie gesagt, perfekt, aber wir haben halt nur 3 GB RAM, reicht aber in dem Fall aus. 32 GB interner Speicher, den man per MicroSD-Karte erweitern kann. Es ist ein Kombi-Slot, also Nano-SIM-Karte und Micro-SD-Karte. Leider kein Dual-SIM, was für mich auch ein großer Nachteil ist. Ich hätte gern Dual-SIM, weil ich sowieso 2 SIM-Karten benutze. Einmal, um nach Polen zu telefonieren und einmal halt die deutsche SIM-Karte. Bei Leica Mobile kostet das halt 1 Cent und ja, ich brauche halt das zweite Handy, um dann telefonieren zu können, beziehungsweise ich habe halt so ein billig Nokia-Smartphone, Nokia-Handy, das Lumia 550 nutze ich ja für Windows 10 Mobile, aber das ist halt hier nur mit einer SIM-Karte nutzbar, sonst wäre das natürlich nicht schlecht, wenn man Dual-SIM nutzen könnte. Dann, es sind viele Apps vorinstalliert, also Google-Apps natürlich direkt auf dem Homescreen, dann ganz viele Apps von Huawei hier, der ganze Kram, einiges na dadurch natürlich doppelt vorinstalliert waren auch dieser Quatsch hier, also ja, Facebook ist ja jetzt nicht so schlimm, aber Booking, IM, News Republic, Todoist, dann hier die ganzen hässlichen Spiele. Aber das Gute ist, dass man diese hässlichen Spiele auch deinstallieren kann. Also die sind nicht blockiert. Also wir können die hier einfach runterhauen und dann sind sie weg. Macht man ein bisschen Speicherplatz.
Gesundheit gibt es noch eine App, da werden zum Beispiel die Schritte gezählt. Gut, das Smartphone lag heute rum. Kann ich irgendwie in die Vergangenheit schauen? Nee, kann ich leider nicht. Also, ich hatte das Smartphone natürlich auch unterwegs mit mir rum und da zählt halt im Hintergrund die Schritte, was ich eigentlich gar nicht mal so unpraktisch finde. Also, es funktioniert in jedem Fall. Dann softwaretechnisch finde ich nicht so schön gelöst sind die neuen Einstellungen. Also besonders wenn man wie ich von einer älteren Emotion UI kommt, ich mache mal kurz das Display ein bisschen dunkler. Wenn man von einer älteren Emotion UI kommt, ist es so, dass einige Funktionen nicht mehr direkt unter Einstellungen zu finden sind. Also zum Beispiel, wo ist der Akkumanager? Was soll das? Wer ist bei Huawei auf die Idee gekommen, den Akkumanager im Untermenü erweiterte Einstellungen zu verstecken? Also besonders sowas wie Arbeitsspeicher, Datenspeicher, Akkumanager, Sicherheit ist doch viel wichtiger als so ein Quatsch wie Huawei-ID oder Konten oder Google. Das, was man eigentlich einmalig einrichtet, das gehört nicht für mich auf die erste Seite der Einstellung. Akkumanager brauche ich, damit ich mal schnell zum Beispiel den Energieplan ändern muss. Wie viele Klicks muss ich da machen, um schnell mal vor dem Spielen auf Leistung zu stellen? Oder was ich auch sehr cool finde, dieser ROG-Stromsparmodus, da wird die Auflösung nämlich von 1920 auf HD runtergesetzt, also 1082 mal 27 Pixel, was natürlich wieder Energie spart. Dann Stromverbrauch Firewall, also wir können festlegen, welche Apps im Hintergrund aktiv bleiben und dann natürlich auch auf Daten und Energie zugreifen können, das kann man alles einstellen. Also solche Sachen, klar, das gab es auch schon vorher, aber das ist halt so, dass man diese Sachen öfters mal erreicht. Da muss man sich halt hier durch weitere Menüs kämpfen. Das ist mir, ja, das ist ein bisschen schade, dass man das über so einen Umweg erreichen muss. Also solche Sachen hätten auf die Startseite gehört und Sachen wie Töne oder so, das stellt man einmalig ein und dann benutzt man das nie wieder. Also das ist ein bisschen klar, wenn man jetzt jeden Tag seinen Klingelton ändert, ist das vielleicht was anderes. Aber ich als normaler Mensch benutze das Smartphone halt auch zum Arbeiten und wenn ich mal schnell mal kurz was spielen möchte oder Benchmarks durchlaufen lassen, muss ich erstmal in die Einstellung. Erweiterte Einstellung, Akkumanager und dann muss ich nochmal auf Leistung stellen, denn da habe ich dann wirklich die volle Leistung des Smartphones zur Verfügung. Also ist jetzt nicht so optimal, aber fällt auch nur auf, wenn man von der älteren Version kommt. Wer jetzt komplett neu mit dem Huawei P9 einsteigt, wird das vielleicht gar nicht mitbekommen. Also dem wird das dann wahrscheinlich auch gar nicht so richtig stören. Also Emotion UI 4.1 gefällt mir gut. Die Einstellungen sind ein bisschen komisch und ist halt so. Geschmackssache. An der Front haben wir eine 8-Megapixel-Kamera, weiterhin mit fixem Fokus, F2.4 Blende. Das ändert sich beim Huawei P9 Plus. Da gibt es tatsächlich auch eine gute Frontkamera, obwohl ich nicht sagen würde, dass die Frontkamera jetzt schlecht ist, aber sie ist halt schlechter als beim Huawei P9 Plus. Da gibt es dann auch eins mit Autofokus. Und der nächste Punkt ist natürlich die Leica Dual-Kamera. Ja, also Huawei geht hier einen anderen Weg als zum Beispiel LG. LG hat ja zwei Sensoren verbaut, die eine unterschiedliche Auflösung haben, plus einen unterschiedlichen Weitwinkel. Also wir können dann halt mehr aufnehmen oder weniger. Huawei geht hier einen Weg. Wir haben hier einmal einen RGB-Sensor und einmal einen Monochrom-Sensor. Also Monochrom heißt Schwarz-Weiß-Fotografie, kennt man vielleicht von früher. Gut, man kann jetzt jedes Foto im Grunde in ein Schwarz-Weiß-Foto verwandeln. Also das bieten ja auch Apps zum Beispiel an, dass man zum Beispiel jetzt in Schwarz-Weiß aufnimmt. Das Problem ist aber, dass die Grauabstufung bei einem echten Schwarz-Weiß-Foto nie so gut gelingt wie mit einem echten Monochrom-Sensor. Zusätzlich unterstützt der Monochrom-Sensor den RGB-Sensor in der Schärfe, indem einfach die Entfernung nochmal zusätzlich gemessen wird, in Kombination mit dem Laser-Autofokus, den man hier so ein bisschen erkennt, und natürlich dem Dual-LEDs, alles in Verbindung mit durchaus relativ gut optimierter Software sorgt dafür, dass die Bilder gut werden. Am Tag sowieso kein Problem. Öfters ist mir aufgefallen, dass die Schärfe nicht beim ersten Mal gestimmt hat. Also ihr müsst darauf aufpassen. Auf dem Smartphone sieht es meist immer relativ gut aus. Im Nachhinein habe ich mich geärgert, dass ich nicht zwei Fotos gemacht habe. Denn einmal habe ich ein normales Foto gemacht, dann habe ich auf den Monochrom-Sensor umgeschaltet, dann habe ich ein Schwarz-Weiß-Foto gemacht. Komischerweise war das bunte Foto dann unscharf, das schwarze Foto, Schwarz-Weiß-Foto aber scharf. Soll mit einem Update behoben worden sein, dass der erste Fokus wahrscheinlich dann besser funktioniert. War in letzter Zeit auch so, wo ich das gemacht habe, aber das ist natürlich schade, dass das halt nicht von Beginn an so war. Dann die Bildqualität am Tag perfekt. Also klar, wir haben hier nur eine Blende von F2.2 im Vergleich zum Samsung Galaxy S7 ist, glaube ich, F1.7, F1.8 so um den Dreh. Das ist natürlich nicht
nicht so gut, die geringe Blende, aber das, ja, das wird eigentlich durch die Software ausgeglichen. Wir haben eine Brennweite von 27 mm und jeweils eine 12-Megapixel-Auflösung. Das ist ausreichend, solange es hell genug ist. So, im Dunkeln, wenn ich hier rede, blende ich euch natürlich ein paar Beispielfotos ein, um euch die Qualität zu zeigen. Am Tag natürlich, wenn es dunkel wird und man die Software hier ganz normal benutzt im automatischen Modus, ist die Qualität nicht so gut, wie ich mir das wünschen würde. Das liegt aber auch daran, dass wir hier keinen optischen Bildstabilisator haben, was ich als großen Nachteil empfinde. Und wir haben halt so eine geringe Blende. Deswegen ist die Lichtempfindlichkeit halt nicht so hoch. Deswegen wirken die Bilder im Dunkeln im normalen Modus relativ stark verrauscht. Das ist ein bisschen enttäuschend. Zusätzlich, wenn man sich dann auch noch bewegt, wird es auch unscharf und die Bilder sehen halt unansehnlich aus. Man muss sich halt wirklich entweder irgendwo anlehnen, das Smartphone irgendwo draufstellen oder wirklich ruhig halten, damit die Automatik in diesem Smartphone halt durch die höhere Belichtungszeit keine Wackler auslöst. Das ist ein bisschen schade. An Modi gibt es natürlich unendlich viele Sachen. Also wir haben hier einmal das Kameramenü. Erstens finde ich die kleinen Knöpfe hier ein bisschen zu blöd, weil ich habe das versucht anzuklicken hier, aber ich mache hier einfach immer nur den Fokus. Also ich treffe hier einfach nicht. Ah, jetzt treffe ich es. Jetzt sehen wir hier mal die Kamera. Und jetzt wieder zurück. Also ich habe immer das Problem, dass ich die oberen Knöpfe hier fast nie treffe. Also wenn ich hier auch, na, kommst du, jetzt kann ich hier die anderen Effekte reintun. Und das ist halt so ein bisschen schade, dass man halt nicht sofort immer auf die Bereiche hier klickt. Jetzt muss ich nochmal hier zurück. Das dauert dann natürlich tausendmal. Also entweder haben die Chinesen kleinere Hände. So, komme ich jetzt. Ja, jetzt habe ich wieder ein Foto gemacht. Also ich wollte wieder wechseln. Nein, ich möchte kein Foto machen. Ich möchte wieder auf die Hauptkamera zurück. So, jetzt muss ich hier wieder raus. Also die Menüführung der Kamera ist nicht so optimal und die oberen Knöpfe lassen sich halt relativ schwer bedienen. Weiterhin versteckt sich der Pro-Modus hier unten. Das ist hier ein bisschen versteckt. Und der Nachteil ist, der Pro-Modus lässt sich so nicht nutzen. Also die Darstellung der Zeichen passt sich nicht an. Das Geile ist, das ist nicht nur hier so, sondern das ist auch in den Einstellungen so. Also Huawei hat nicht die Idee gehabt, hier mal was zu ändern, während die Modi sich anpassen. Ist das so schwer? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es für Huawei so schwer, die Einstellungen drehbar zu machen, dass sich das anpasst nach den Einstellungen. Und das ist ein bisschen, naja, nicht zu Ende gedacht. Hier kann man natürlich alles einstellen. Ich habe jetzt Bilder immer in 16 zu 9 Format gemacht mit einer Auflösung von 9 Megapixel. Wenn man die volle Auflösung nutzen, hat man halt nur 4 zu 3. Ist nicht so mein Fall. Dann kann man natürlich hier zum Beispiel den Timer einstellen, Lächelerkennung, Objektverfolgung, damit das immer schön scharf bleibt und solche Sachen halt. Also alles nette Sachen. Kommen wir aber zu den Modi, denn da gibt es wirklich einen richtig geilen Modus, den ich wirklich sehr gut finde. Einmal natürlich Zeitraffer kann man machen, dann kann man Zeitlupenaufnahmen machen. Aber der beste Modus, wo versteckt er sich? Na, sehe ich ihn gar nicht. Wo ist denn der Nachtmodus? Ach da, Nachtaufnahme. Genau. Nachtaufnahme ist schon was richtig Geiles. Also, Nachtaufnahme ist für Lowlight-Fotos und ich blende euch gleich mal ein paar Fotos ein, die ich damit gemacht habe. Zwingend notwendig für Nachtaufnahme ist ein Stativ. Denn auch wenn hier steht, bitte halten Sie das Gerät ruhig oder verwenden, ja, ein Stativ empfiehlt sich, Gerät ruhig halten ohne optischen Bildstabilisator. Kann man nicht. Also mit der menschlichen Hand kann man nicht. Man müsste es halt irgendwo ablegen, das Smartphone, und das dann ja, und das dann halt fotografieren. Aber ein Stativ, mit einem Stativ macht man richtig, richtig geile Lowlight-Fotos. Und die Qualität hat mich wirklich absolut überrascht. Also ich war wirklich geflasht, wie gut die Aufnahme wirklich geworden ist. Das war schon wirklich beeindruckend, was für Fotos da entstanden sind. Obwohl ich ein Stativ benutzt habe, wenn man das am PC vergrößert, sind trotzdem minimale Unschärfen zu erkennen. Das ist ein bisschen enttäuschend. Also ein optischer Bildstabilisator hätte dieses Smartphone extrem aufgewertet. Also ich weiß nicht, ob es technisch nicht möglich ist, einen optischen Bildstabilisator jetzt bei diesem Dual-Kamera-Setup hier zu verbauen, weil beide ja gleichzeitig arbeiten, in die gleiche Richtung arbeiten müssten. Aber ist halt ein bisschen schade. Aber die Ergebnisse sind wirklich extrem gut. Die Videos können in Full HD aufgenommen werden, weiterhin nur Full HD.
Zwar mit 60 Frames pro Sekunde mittlerweile, aber nur in Full HD und auch hier kein optischer Bildstabilisator und auch hier relativ windanfällig das Mikrofon. Sonst ein wirklich sehr guter Ansatz, diese Leica Dual Kamera, und ich hoffe, dass zum Beispiel, hier kann man zum Beispiel in den Monochron-Sensor einwechseln und dann seht ihr auch schon, wie gut der Fokus funktioniert, denn sobald sich was tut, ist meine Hand sofort warm, also Fokus top und halt hier schwarz-weiß, ne? Hier seht ihr mich bunt und hier seht ihr mich schwarz-weiß, ja, das ist schon wirklich cool, aber der Monochrom-Sensor hat durch die geringe Blende auch eine relativ eingeschränkten Nutzungsraum, also wenn es zu dunkel wird, werden die Bilder halt zu dunkel. Das ist ein bisschen schade, aber ist halt nicht zu ändern. Aber Leica Dual Kamera, Daumen hoch, auf jeden Fall der richtige Weg, den Huawei geht. Wenn man jetzt in der nächsten Generation noch einen optischen Bildstabilisator platzieren würde und eventuell Sensoren mit einer Blende von, ja sagen wir, mindestens 2.0 oder 1.9, das wäre schon mal wirklich gut. Eventuell noch die Brennweite ein bisschen erhöhen auf, sagen wir, vielleicht 24 mm, wenn man sich das wünschen würde. Das könnte vielleicht noch besser funktionieren. Das würde dieses Smartphone auf jeden Fall auf ein noch mal deutlich besseres Level bringen. Aber schon das, was wir hier bekommen haben mit der Dual-Kamera, mit der Arbeit der Sensoren zusammen, der Low-Light-Performance trotz der relativ geringen Blende, ist das schon wirklich beeindruckend. Ja, bevor ich jetzt noch unendlich lange über die schöne Kamera rede, möchte ich natürlich auch was zum Akku sagen. Gut, das Smartphone lag jetzt hier so, also müsst ihr mir glauben, wie lange ich mit dem Smartphone gearbeitet habe. Also ich komme, hier ist ein 3000 mAh Akku drin, wird natürlich über USB Typ C geladen, aber das ist nur USB 2.0 Anschluss. Also wenn man es am PC anschließt, ist die Datenübertragung halt etwas geringer. Aber die Laufzeit belief sich so auf einen Tag, maximal 1,5 Tage bei normaler Nutzung. Normale Nutzung bedeutet bei mir 4 E-Mail-Konten, WhatsApp, Line, Slack, keine Ahnung, alles mögliche, Facebook, Twitter, Instagram, alles auf Auto, ja, auf Push-Nachricht natürlich, dass man sofort benachrichtigt wird. Und da komme ich halt auf 1 bis 1,5 Tage, Display-On-Site 4,5 bis 5 Stunden, das ist schon wirklich gut. Würde Huawei jetzt hier eine höhere Auflösung verbauen oder irgendwie noch so Spielereien, die den Akku unnötig weiter belasten würden, das wäre halt, würde die Laufzeit halt verringern, aber das ist halt hier wirklich gut. Ja, ansonsten haben wir natürlich alle möglichen Verbindungsarten, Wi-Fi, AC natürlich durch den neuesten Kirin 955 Prozessor, der mit maximal 2,5 GHz arbeitet. Dann natürlich NFC, was ich auch benutzt habe, um Bilder zu übertragen zum Beispiel, oder mich mit meiner Anlage zu verbinden. Nano-SIM-Karte, Bluetooth 4.2 haben wir. Und natürlich USB Typ C, aber das ist halt nur USB 2.0, das hatte ich ja schon erwähnt. Also das ist halt ein bisschen schade. HTC hat im 10 Smartphone, der Name ist eh total Banane, also HTC 10 Smartphone hat halt ein USB Typ C mit USB 3.1 verbaut. Das finde ich schon mal nicht schlecht, aber das ist halt so. Kommen wir aber zum Preis und der Preis-Leistung. Also ich bin eigentlich begeistert, denn dieses Smartphone kostet UVP 569 Euro, mittlerweile nur noch 549 Euro und dafür ist es schon wirklich genial. Wirklich gespannt bin ich aber auf das Huawei P9 Plus, das hat noch einen größeren Akku, das hat ein AMOLED-Display, das hat eine bessere Frontkamera, ich glaube einen Infrarotsensor, Stereo-Lautsprecher und war da noch irgendwas, weiß ich nicht mehr, aber es hat ordentlich und natürlich ein größeres Display, also 5,5 Zoll ist das Display. Das ist mehr so meine Kragenweite, denn ich stehe auf dieses Huawei Mate S mit 5,5 Zoll. Das könnte in Kombination mit dem größeren Akku und mit dem neuen Design wirklich sehr gut ankommen. Aber ich muss wirklich sagen, das Huawei P9 Plus ist wirklich ein sehr gutes Smartphone. Zu dem Preis kann es locker mit anderen Geräten mithalten. Es ist halt, da fehlen halt so ein paar Sachen, also zum Beispiel 4K-Video ist nicht dabei, es ist nicht wasserdicht, es hat keine Stereo-Lautsprecher, kein Wireless-Charging. Das sind halt so Sachen, die man zum Beispiel vom Samsung Galaxy S7 kennt. Und die Preise für das S7 sinken ja auch. Aber mich spricht halt wirklich diese Dual-Kamera mit dem zweiten Monochrom-Sensor an. Das ist hier wirklich cool. Und der Fingerabdruckscanner ist in diesem Smartphone halt einfach nicht zu schlagen. Ich hasse den Fingerabdruckscanner am Samsung Galaxy S7 an der Front. Also, ah, hier ist die Benachrichtigungsleiste, kann ich nochmal sehen? Seht ihr das hier? Oh, es posiert sehr schön. Es ist fast schon zu dezent für mich, die LED, aber sie funktioniert und sie hat mich auch ordentlich benachrichtigt. Also das funktioniert sehr gut. Also, ich würde dem Smartphone eine Note von gut plus geben, also 2 plus, weil halt einige Kleinigkeiten noch fehlen, aber der Preis ist halt auch geringer im Vergleich zur Konkurrenz aktuell noch. Preise sinken natürlich,
Und da wäre das Huawei Smartphone in dem Fall eine Option. Es ist in jedem Fall für mich persönlich aktuell das hochwertigste Gerät auf dem Markt, welches zudem auch noch nicht mal zu teuer ist. Trotzdem bin ich gespannt auf das Huawei P9 Plus. Wenn es Fragen zum Huawei P9 gibt, der Dual-Kamera, den Funktionen oder irgendwas, was ich vielleicht vergessen habe in dem Test zu erwähnen, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns natürlich im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.